Willkommen, wer das Publikum zu unscharf und schlecht beleuchtet. So, es gab mehrfach Anfragen, wie ich denn eigentlich die angespritzten Teile von den Wagen entferne. So, das kann ich jetzt am Beispiel dieses gebremsten Wagen nach 2D8 verlängerten mal darstellen. Also, hier habe ich die Türverstärkungsbleche schon abgemacht. Beim 2D8, den Pico hergestellt hat und noch herstellt, da hat ja die Tür dieses Metallband und das hat die Auflage von 1906 nicht. Jetzt versuche ich mal von so einem Wagenkasten das Ganze abzusticheln. Das kann eine ziemliche Scheiße werden. Also ich werde es einmal versuchen, hier auf der Innenseite mit dem Stichel runterzunehmen. Und auf der anderen Seite werde ich den Wagenkasten mal spannen. Das ist jetzt nicht so einfach, weil der in dem Schraubstock immer so ein bisschen schief fällt. Und dann würde ich mal versuchen, das Band runter zu fräsen. Bei der Gelegenheit könnte man gleich noch die Griffe hier mit runter machen. Also es ist jetzt ein Versuch. Also sticheln geht ganz gut. Aber es ist natürlich keine Arbeit, die man an 20 Wagen machen möchte. Also, auch wenn ich jetzt fräse, muss ich ja auch hinterher nochmal rüber sticheln, denn ich muss die Bretterfugen nachsetzen und es wird sowieso nicht ganz einfach. So, jetzt zeig mal die Griffstange und die Leiste runtergestichelt. Also ich sagte ja schon, bei jedem Wagen geht das immer noch. Aber darüber hinaus wird das unerfreulich. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob ich es wirklich plan gestichelt gekriegt habe. Oder ob da noch Artefakte dann nach der Lackierung zu sehen sind. Das wäre ja richtig blöd. So, und das Schwierigste eigentlich ist, nach meiner bisherigen Erfahrung, jetzt die Fugen, die Bretterfugen nachzuritzen. Da läuft gerne mal das Werkzeug weg. Oh. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, halbe Stunde. Also das geht schon. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen Sticheln und in den Keller gehen und nochmal fräsen, da werde ich wahrscheinlich die andere Tür auch noch einfach nur mit dem Stichel befreien. Also es ging wirklich besser als ich dachte. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn man da jetzt mal Modellung rüberhaut, wie das dann aussieht. Und ja, jetzt tritt aber der Streifen noch mal schön zutage. Oh, das gefällt mir jetzt nicht so. Es ist noch minimal zu sehen. Ich habe es hier mal, man sieht es ja, ein bisschen runtergeschliffen, nochmal gestichelt. Also ist noch ganz schwach, so im Gegenlicht ist es noch zu erahnen. Naja, gut, dann werde ich das jetzt mal schnell wieder runterwaschen. Da bleibt mir wohl nicht weiter übrig als nochmal ein bisschen nachzuarbeiten. Ist es Isopropanol, wenn ich den dort wieder so abgewaschen habe. Das hat ganz gut funktioniert. Und schwierig ist dann eben das Nachsetzen der Bretterfugen. Also da kann man eine Menge Schaden machen. Habe ich jetzt nicht vor. Also und wenn man jetzt im Gegenlicht guckt, dann sehe ich durchaus noch, dass hier einige Sachen zu machen sind.
Das Sticheln kommt nachher noch mal. Ja. Jetzt muss ich erstmal noch hier die Fugen nachstellen. Also zum Beispiel hier unten, wo die Griffbretter waren, das sind ja keine Griffstangen. Da muss ich die jetzt ganz vorsichtig freistechen. Ich benutze dafür einen abgebrochenen 05er Bohrer, den ich eingespannt habe und haben dann so drehen lassen auf dem Bandschleifer. So, und behutsam ein Lineal anlegen, da habe ich jetzt keine so gute Erfahrung mitgemacht. Das ging jetzt ein paar Mal schief, so dass ich eben lieber das jetzt freihand stichle. Und ja, jetzt sieht es schon ganz gut aus. Ich sehe aber jetzt hier im Gegenlicht noch eine leichte Erhöhung und fahre dann auch noch mal die Bretterfugen so ein bisschen nach. So. Aber hier ist jetzt wieder viel, viel Erfahrung und Gefühl notwendig. Ich meine, jetzt gerade bei diesen Pico-Güterwagen, ich meine, die sind auf dem Markt noch in so großer Zahl vorhanden. Also selbst wenn man jetzt hier irgendwas versaut, da muss man dann nicht gleich über Selbstentleibung nachdenken. So, und jetzt ist hier oben noch die Stelle, da ist beim Entfernen des Griffbrettes, da ist dann ein bisschen was schief hier. Und hier sehe ich gerade, dass ich wahrscheinlich hier muss ich wahrscheinlich doch mit dem Lineal arbeiten oder irgendeinen Anschlag. Das sieht jetzt nicht so gut aus, aber wie gesagt, da habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja. Ist die Stelle natürlich nicht perfekt, aber das bin ich auch nicht. So, und jetzt muss ich das hier unten noch abstoßen. Ganz vorsichtig rüberfahren. Da brauchen wir vielleicht auch ein bisschen längere Fingernägel, um bestimmte Sachen hier zu halten oder auch zu erspüren. Aber von denen muss ich mich heute um mich noch trennen. Mein Bastelwochenende ist gleich vorbei. Also wie gesagt, Gefühl. Keine Hektik, keine Eile. Dann wird das nichts. So. Auf den Fotos sind dann die Griffstangen mitunter noch in der Höhe zu sehen. Aber da werde ich mich mal lieber nicht ranwagen. So, bevor ich den Wagenkasten jetzt auseinandernehme, bei dem müssen jetzt noch die Lüftungs- und Ladeluken weg. Denn die sind laut Zeichnung im zweiten Feld neben der Tür. Also die bleiben. Ich überlege schon mal, ob ich nicht mal so eine Ladeluke aufstehend darstelle, also die jetzt rausfeile. Aber die Wandstärke ist ja dann so massiv, dass man da so ein paar, naja, unschöne Gefühle bekommt. So, und jetzt hier, ich habe es bei dem anderen Wagen weggefräst und hier, ich mache es für mich selber, absticheln. Mal rauszukriegen, ob ich es hinbekomme. Bei der Tür hat es ja ganz gut funktioniert.
sind diese Pico-Wagen. Der hier ist nun nach 1985 gemacht worden. Bei dem anderen, der ist auch auf 85, aber ich habe da auch schon ältere gehabt, da ist der Kunststoff wirklich mürbe. Und da muss man höllisch vorsichtig sein. Bei solchen Sachen. Sonst brechen die ganz übel ab. Man sieht ja, dass ich wieder meine Kopflupe auf habe. Ohne die geht das inzwischen nicht mehr. Ich habe mir jetzt auch mal so eine beleuchtete Lupe bestellt. Mit so einem Ring. Ich habe die mit dem größten Durchmesser genommen, die ich je gab. Die werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Woche bekommen. Und dann mal auf Herz und Nieren testen. Weil mitunter ist es doch so die zweifache Vergrößerung, die ich hier habe, die reicht bald nicht mehr. So. Jetzt geguckt. Man sieht deutlich die Spuren. Also da ist noch, weiß ich nicht, 200stel sind noch drauf. Also die muss ich jetzt auch noch vorsichtig abtragen. Ist es mehr ein Schaben. So, ich glaube, das ist soweit. Jetzt dreht wieder der Arbeitsschutzverantwortliche durch. Wenn ich mit dem Cutter da so angehe. Ich muss jetzt hier im Prinzip die Umrandung hier noch runterstecheln und eben das untere Teil der Luke. Beim ersten Mal kann man ruhig ein bisschen gröber rangehen. Der Wagen ist vom Kunststoff ganz ordentlich. Das ist jetzt eine sächsische Ausführung. Also ich habe ja nur von diesen verlängerten 2D8 habe ich ja jetzt Schutzweihe gebaut. Den 2C13, also den Dreiachser, den könnte ich wahrscheinlich auch noch mal machen. Und ich habe jetzt einen von den Hohlglaswagen. Ich habe einen in preußischer Ausführung, einen für mich zu Hause und jetzt fürs Fremo-Treffen, für das DHG-Fahrplan. Da wünsche ich mir jetzt noch einen weiteren. Der kriegt also dann Feinkupplungen. So. Kommt noch der Quatsch hier runter. Und wenn man eine pro Stoß ein Hundertstel abträgt, also wenn man dann recht weit unter ist, dann klappt das schon. Und selbst wenn es mal ein bisschen schief geht, mein Gott, es gibt doch Spachtel.
So. Mann, Echtzeit. 11 Minuten. So sieht's jetzt aus. Und wenn man dann so im Gegenlicht guckt, dann sieht man, ah, hier, die Mitte könnte noch ein bisschen flacher werden. So sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt muss nur noch die Bretterstruktur nachgesetzt werden. Und das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger. Jetzt hier das Problem mit dem Gucken ist, dass ich auch wirklich die richtige Stelle treffe. Wenn die Bretterfugen dann da sind, dann werde ich sie noch in Form bringen. Denn einfach nur geritzt, da sehen sie nicht so aus wie die Originalen. Ein bisschen Nacharbeit notwendig ist. Und jetzt, wie gesagt, die Fugen ein bisschen nachmachen. Auch behutsam, behutsam. Wenn jetzt jemand fragt, was ist denn das für ein Stichel? Keine Ahnung, habe ich irgendwie bei Amazon gekauft. Da kam es mir eher auf das Handstück an, dass das ein bisschen sich gut greifen lässt. Denn also bei bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Schraubenziehern, da arbeite ich lieber mit diesen ganzen DDR-Dingern, weil die eben einen kleinen Griff haben und die riesen Dinger, wie die modernen Schraubenzieher, die sich für großen Krafteinsatz besser greifen lassen, aber sonst eher was für Rheuma-Patienten sind. Also deshalb auch bei den Sticheln war ich ein wenig, sagen wir so, wählerisch. So. Und das wäre jetzt erstmal so grob ohne Nacharbeit weggestichelt. Hier in der Mitte ist jetzt noch ein Stück von dem alten, von der Lüftungsklappe. Das muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Das ist relativ gering noch. Man wird das immer hinterher sehen, dass da ein Stichel war. Also ich glaube nicht, dass ich in dem Rest meines Lebens noch dahinter komme oder an dem Punkt ankomme, dass ich das so sauber hinbekomme, dass man das hinterher auch nach einer Lackierung nicht mehr sehen kann. Das ist halt so.
Und so sieht das jetzt nachgearbeitet aus. Mal den Staub ein bisschen runterwischen. Und so unter der Kopflupe sehe ich natürlich, dass da einige Stellen noch sind, die noch nicht perfekt sind. Auch nie perfekt werden. Das ist einfach nicht möglich. Ja, so sieht hier drüben wird es nur wirklich ein bisschen schwieriger. Also erstmal muss ich hier den zweiten Anschlag wegmachen. Und dann eben die Ladeluke. So, ein bisschen gekerbt. Gerade so die kleinen Teile, das mag ich wirklich nicht gerne. Also hier schiebe ich im Prinzip auf der Bretterdarstellung, schiebe ich es bis ran. Und dadurch, dass ich es gerade eben gekerbt hatte mit dem Cutter, ist es relativ gut abgegangen. Meine Spielkameraden wieder sagen, was machst du dir die Arbeit? Das lässt sich doch drucken. Ja, lässt sich, aber nicht von mir. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade meine S4 am Wickel und dachte auch gestern, ich bin schon so weit. Das war's jetzt, jetzt habe ich's. Und dann gab es wieder irgendwelche Decoder-Probleme, aber zum Glück ist der Decoder nicht zerstört worden. Worüber ich schon mal recht glücklich bin. Ja. Manchmal greife ich natürlich aus solchen brutalen Mitteln, wie es eben hier. Das wird wahrscheinlich für die Mehrheit der Zuschauer ein schrecklich langweiliges Video. Weil man bloß dabei sitzt wie ein alter Mann, der schlecht gucken kann, winzige Teile abstichelt, die keinen Menschen stören würden. Ja. Ist egal, dafür gibt es den schnellen Vorlauf. Und jetzt ist es hier schon wieder ein bisschen hart und noch ein bisschen sehr präsent, was ich jetzt absticheln muss. Weshalb ich also, naja, wieder Gefahr laufe, die Bretterstruktur zu verletzen. Hier ist noch was passiert, was beim vorsichtigen Herangehen nicht ist. Beim Hantieren mit der Zange ist hier ein Stückchen aus der eigentlichen Seitenwand rausgebrochen. Also, das wird man hinterher nicht sehen, weil es genau auf der Fuge ist. Aber das vermeidet man natürlich, wenn man sehr sorgsam stichelt. So, und jetzt mal gucken. Hier ist die Fuge jetzt sehr lang. Die kann ich nicht so einfach freihand nachziehen.
Jetzt habe ich mit den zwei mal rüberziehen, habe ich jetzt meine Richtung. Der Rest ist einfach nur noch Spielerei. Meine Spitze ist natürlich auch so eingeschliffen, dass sie den vom Durchmesser her den Fugen entspricht. So. So sieht es jetzt aus. Gut, weg ist es. Was auch noch weg muss, ist diese Türlaufschiene und hier unten auch. Und da habe ich schon viel Pech gehabt bei meinen Versuchen, das wegzumachen. Also da muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Vor allem, weil die Profile, die sind auch so ein bisschen mürbe, also schwierig. Aber auf geht's. So. Also ich schneide jetzt an dieser Stelle. Das Mittelteil brauche ich ja nicht mehr. Ich habe ja hier so ein Mittelteil. Irgendwann werde ich ja mal eine Tür brauchen. Dann kann ich die abmachen. Aber hier ist erstmal egal. So. Jetzt habe ich auch die Tiefe ganz gut getroffen, denn ich muss ja hier beim Profil aufpassen. Ich meine, wenn der Wagen gealtert ist, sieht man es noch nicht so, aber der Wunsch, ordentlich zu arbeiten, ist natürlich da. So. Ein Aufwand, wa? Nur für so einen blöden Güterwagen, den sowieso dann auf dem Arrangement auf der Anlage ja keiner wahrnimmt. Also all bloß gierig auf meine Loks gucken. Aber was ist die schönste Lok wert, wenn sie nicht zieht? Könnte ich während ich stichel noch ein bisschen drüber sinnieren. Irgendwo habe ich mal eine Untersuchung oder eine Erhebung, eine Umfrage gelesen. Ich weiß natürlich nicht mehr wo. Und da war davon die Rede, dass der durchschnittliche Modelleisenbahner etwa gleich viel Loks und Wagen hat. Was sagt das über uns aus? Also ich habe ja wenigstens noch 150 offene Güterwagen. Das waren nicht alle einsatzbereit. Die meisten liegen noch als Rohmaterial rum. Speziell der 2D8 von Pico. Nein, 2D2, da zähle ich dann. 2D8 arbeite ich ja gerade. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Loks zu kaufen ist viel attraktiver. Vor allem die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, eine Anlage zu betreiben, aus welchen Gründen auch immer, Platz oder Zeitmangel. Für die ist natürlich Lok kaufen gleichbedeutend mit Hobby ausüben. Ohne diese Art des Hobbys jetzt zu verurteilen. Für das, was ich hier so treibe, haben die meisten sowieso kein Verständnis.
So, nachdem das alles soweit gemacht ist, geht's an die Ladeluke. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen, paar Minuten außerhalb der Kamera gemacht. Und jetzt die Ladeluke. Und das ist jetzt wieder ein bisschen mühevoller. Mit dem Risiko kaputt zu machen. Nach einer Weile hat man auch so das Gefühl für das Material, wie viel man pro Bewegung abhebt, ob man zu tief kommt. Was man eventuell dann noch dabei zerstört. Aber wie gesagt, es gibt Spachtel. Da muss man jetzt hier nicht wirklich gleich in Panik ausbrechen, wenn man mal zu tief geht. Also Güterwagen waren ja ohnehin nicht so schick. Gerade so aus den 60ern, wenn da alte Länder waren, Güterwagen, die waren ja teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Das nur als Bemerkung, weil ich natürlich weiß, dass nicht jeder Epoche 2 oder 1 macht. Obwohl ich meinem geneigten Publikum unterstelle, dass sie eine gewisse Affinität zu den frühen Epochen vorhanden ist. Im Moment sieht es natürlich nur furchtbar aus an der Luke, als wenn wie zu tief geht, an dem ist natürlich nicht. Wenn ich das dann runter habe, dann sieht man, dass an einer Ebene liegt. Die Erfahrung oder diese Erkenntnis gewann ich durch das Abfräsen bei dem preußischen 2D8. So, hier unten bin ich noch fast auf der richtigen Höhe. Fast weiß, ich wiederhole mich, aber auch bei diesen Aufgaben hier Erfahrung und ein Gefühl für Material und Handhabung der Werkzeuge ist im Grunde genommen nicht zu ersetzen. Da kann man keine allgemeingültigen Ratschläge geben, wie irgendwas zu erledigen ist. Gucken auf die Uhr, schon wieder 5 Minuten läuft das Video schon wieder. Ich würde mal sagen, wegen den die Lüftungsluke dann raus habe, dann beende ich den Spaß hier auch, denn
Das muss jetzt nicht ein vierstündiges Video sein, wie ich hier mich 100 cm pro 100 cm die Tiefe arbeite. So, ich habe dann nochmal den breiteren Stichel rausgeholt. Aber der ist gefährlich, der ist verdammt scharf. Und habe die Bretterfugen jetzt schon mal nachgemacht. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. So, so sieht es jetzt aus. Das Brett hat hier einen Kratzer. Da muss ich noch mal ein bisschen nachschleifen, nachsticheln, aber im Wesentlichen ist es getan. Zumindest auf der Seite. Schlimmer ist ja noch, dass ich hier auch noch die Griff Bretter abmachen muss, die müssen noch runter und hier drüben muss im Prinzip auch noch die Griffstange ab. Also, oh verflucht, und hier ist das Bremsehaus mit sehr viel Kleber befestigt, sehe ich gerade. Da habe ich mir möglicherweise den falschen Wagen gesucht. Naja, aber so ist also mein Vorgehen, ohne Anspruch auf allumfassende Weisheit. Ich bin ja kein Grüner. Und ja, dann wäre dann die Rückseite noch zu machen. Das dauert dann auch noch mal etwa eine Stunde. Und dann erfolgt natürlich hier der Schnitt und dann das Mittelteil mit der schönen Tür kommt dann da rein. Gut, verehrtes Publikum, das soll es dann erstmal gewesen sein. Das zum Thema, ich stichel mir einen 2D8. Der wird bei Gelegenheit noch in anderer Form zu sehen sein. Da braucht sich also niemand grämen. Hier ging es ja nur um das Entfernen von unerwünschten angespritzten Teilen.